Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Drucksache 19/5410, Hochschulzukunftsgesetz. In Verbindung damit führen wir durch die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/5747, Wissenschaftsgesetz. Ich weise darauf hin, dass wir eine Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung vorliegen haben. Dieser Bericht und die Beschlussempfehlung tragen die Drucksachennummer 19/6694. Weiterhin liegt uns vor der Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, Drucksache 19/6748 zum Hochschulzukunftsgesetz. Es liegt uns vor ein Entschließungsantrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 19/6751 zum Hochschulzukunftsgesetz und ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Drucksache 19/6761 ebenfalls zum Hochschulzukunftsgesetz. Mit diesen Hinweisen eröffne ich die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Schultheiß von der SPD das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Das Hochschulzukunftsgesetz, das wir heute hier im Plenum beschließen werden, reiht sich ein in die Hochschulreformen von SPD und Bündnis 90 die Grünen der Jahre 2000 und 2004 und ja, auch des Jahres 2007 oder 2006/2007 der schwarz-gelben Koalition, da wesentliche Bestandteile dieser Grundsatzentscheidungen auch von 2007 hier in dieser Reform Bestand haben werden. In mehreren Reformschritten wurde die Hochschulautonomie seit 2000 erweitert. Mit der Hochschulreform der schwarz-gelben Landesregierung wurden die Hochschulen schließlich als Körperschaften öffentlichen Rechts verselbstständigt, das Personal aus dem Landesdienst entlassen. Meine Damen und Herren, hieraus resultiert, dass diese Novelle der schwarz-gelben Landesregierung eine Reihe von Webfehlern hat, die nun mit dem Hochschulzukunftsgesetz behoben werden. Die Schwerpunkte der aktuellen Reform sind ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Herausforderung, der wir uns und auch unsere Hochschulen sich stellen müssen. Von daher möchte ich noch mal die Schwerpunkte, die zentralen Punkte, die zentralen Reformansätze hier ansprechen. Zunächst die Stärkung der öffentlichen Verantwortung in diesem Hochschulzukunftsgesetz mit dem Landeshochschulentwicklungsplan, an dem Landtag, Landesregierung und Hochschulen gemeinsam Verantwortung übernehmen werden und auch, was die Frage der sehr intensiv diskutierten Rahmenvorgaben angeht, wo eben die Grundsätze dieser Rahmenvorgaben hier im Parlament beschlossen werden. Zweiter wichtiger Schwerpunkt ist das Thema erfolgreich studieren. Sie alle mögen sich noch an die Bildungsstreiks erinnern, wo gerade die Studierenden zu sehr großen Zahlen auf die Straße gegangen sind, auch hier für den Landtag und dafür plädiert und demonstriert haben, die Rahmenbedingungen der Bologna-Reform so zu setzen, dass Studierbarkeit für viele möglich ist und auch für viele erfolgreich möglich ist. Hierzu bietet das Gesetz neue Möglichkeiten, indem die Studierenden auch an der Entwicklung der Prüfungsordnungen beteiligt sein werden, dass es möglich ist, paritätisch besetzte Studienkommissionen in den Hochschulen einzurichten und schlussendlich, dass natürlich auch die Beteiligungsrechte in den Gremien der Hochschulen dazu führen werden, ein erfolgreiches Studium hier auch besser organisieren zu können. Diversität ist ein wichtiges Schlagwort unserer Zeit, unserer Gesellschaft, die sich immer stärker ausdifferenziert, und das spiegelt sich auch in unseren Hochschulen wider. Deshalb ist es wichtig, die Durchlässigkeit im Studium zu verbessern und auch die Möglichkeit des Teilzeitstudiums einzuführen, was durch diese Gesetzesnovelle ermöglicht ist. Ein ganz zentraler Punkt ist das Thema gute Arbeit. Es mehren sich die Presseartikel, die Medienberichte zum Thema
prekärer Beschäftigungsverhältnisse an unseren Hochschulen und schlechten Zukunftschancen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auch hier soll durch den Kodex Gute Arbeit eine Verbesserung ermöglicht werden. Ich gehe davon aus, dass zwischen den Vertragspartnern des Kodex Gute Arbeit in unmittelbarer Zukunft auch ein Ergebnis erzielt wird. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir auch gutes Personal für unsere Hochschulen gewinnen können und natürlich auch halten können. Also die Qualität der Beschäftigungsbedingungen ist wohl mit am ausschlaggebendsten auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Hochschulen, auch im Wettbewerb mit anderen Bundesländern. Demokratie, ja, das ist nicht etwas, was man on top braucht, sondern Demokratie ist das, was unsere Gesellschaft begründet. Und deshalb ist es wichtig, dass diejenigen, die später auch Führungskräfte in unserer Gesellschaft sind, auch in ihrer Bildung und Ausbildung in den Hochschulen diese Demokratie erfahren und auch mitgestalten können. Das nehmen sie dann nachher auch in ihr berufliches Leben mit, was man dort an Erfahrungen in demokratischer Mitbestimmung und Mitwirkung erfährt. Deshalb war es wichtig, auch die Befugnisse der einzelnen Hochschulorgane neu gegeneinander und zueinander zu gewichten. Das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern ist ebenfalls in der gesamten Gesellschaft von großer Bedeutung, auch wenn es darum geht, schlussendlich Fachkräfte in allen Bereichen zu gewinnen, in Wirtschaft, Verwaltung, in Kultur, in der Gesellschaft insgesamt. Und deshalb ist die Einführung des Kaskadenmodells als ein Beispiel zur Verstärkung der Gleichstellung in diesem Gesetz von herausragender Bedeutung. Das Thema Transparenz, meine Damen und Herren, ist hier im Landtag insbesondere im Kontext mit Transparenzregeln für die Drittmittelforschung, aber auch bei der unzulässigen Veröffentlichung der Besoldung der Rektoren diskutiert worden. Hier wollen wir für klare Verhältnisse sorgen, und Transparenz wie für die Parlamentarier ist ein Gebot der Stunde in Verwaltung, in Wirtschaft, in Gesellschaft. Deshalb werden auch hier die Rahmenbedingungen verbessert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dies gerade ein Beitrag dazu sein wird, ja, Bürokratieabbau zu betreiben, weil sich Landesregierung und Hochschulen hier auf einheitliche Standards einigen werden. Ein zentraler Punkt, was das Hochschul- und Wissenschaftssystem angeht, ist die Frage, wie wirken die unterschiedlichen Hochschultypen, Hochschulsysteme zusammen und wie wirken diese Hochschulsysteme mit den Einrichtungen der außeruniversitären Forschung zusammen. Auch hier werden neue Wege eröffnet, die sicherlich einen Weg beschreiten lassen, dessen Endresultat wir noch nicht kennen, aber wo wir wissen, dass es hier eine engere Zusammenarbeit geben muss. Ganz wichtig ist hier, dass es für die Fachhochschulabsolventinnen und Absolventen einen diskriminierungsfreien Zugang zur Promotion geben muss. Das wollen wir mit dem Hochschulgesetz garantieren. Und das werden wir auch sehr genau beobachten, wie dieser Grundsatz umgesetzt wird, meine Damen und Herren. Das Gleiche gilt natürlich auch für die am Prüfungsprozess beteiligten Professorinnen und Professoren. Damit die zentralen Punkte dieser Reform noch einmal bewertet, aus meiner Sicht. Eine Vielzahl von Gesprächen, Anhörungen zu einschlägigen Anträgen, schließlich die Anhörung zum Gesetzentwurf selbst, haben wir seitens der SPD, aber auch seitens der Regierungskoalition sorgfältig ausgewertet und in einem Änderungsantrag, der mit der Landesregierung im Dialog entwickelt wurde, zusammengefasst. Der auch offenen Dialog, ja, lieber Kollege, so sind wir, das sind unsere demokratischen Usancen. Der Änderungsantrag ist in die Beschlussfassung des Fachausschusses eingeflossen, und wir werden dafür, dass Sie dieser Beschlussempfehlung zustimmen. Den Entschließungsanträgen von FDP und CDU können wir nicht zustimmen, all dieweil dort auch keine neuen Argumente aufgeführt werden. Und den Antrag der Piraten, den Gesetzentwurf der Piraten, lehnen wir ebenfalls ab.
wiewohl an der einen oder anderen Stelle da auch was Vernünftiges drinsteht. Aber es ist insgesamt kein schlüssiges Konzept. Meine Damen und Herren, das Hochschulzukunftsgesetz setzt gute Voraussetzungen für eine gute Entwicklung unserer Hochschulen. Wir haben bewusst entschieden, uns aus guten Gründen so zu entwickeln und so zur Beschlussfassung vorzulegen. Es ist ein Standortvorteil aus unserer Sicht für die Wissenschaftslandschaft in Nordrhein-Westfalen. Genau. Diese Rahmenbedingungen, die ich eben genannt habe, sind wichtig für die Vorgabe, wie Forschung und Lehre in unseren Hochschulen gelebt wird und dann schlussendlich auch gesellschaftlich verantwortet wird. Ein Dank an diesem Tag an alle, die sich am Gesetzgebungsprozess beteiligt haben, im Parlament und außerhalb des Parlaments, auch an die Kritiker des Gesetzes, weil das schärft die Argumentation schlussendlich, auch die Kritik ernst zu nehmen. Und eine ganze Reihe derjenigen, die sich an diesem Prozess beteiligt haben, sitzen heute auf der Tribüne. Also ein herzliches Dankeschön für das Mitmachen. Nun geht es darum, im Rahmen einer einjährigen Übergangsfrist das Gesetz umzusetzen und die Hochschulentwicklungsplanung, da sind wir hier als Landtag ganz besonders gefragt, auf den Weg zu bringen. Und ich sage hierzu für meine Fraktion, wir werden auch die Umsetzung dieses Gesetzes begleiten und unsere Hochschulen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben weiter unterstützen. Das ist unser Wunsch, und das ist auch unsere Zusage an unsere Hochschulen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schultheiß. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Berger. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, betrachtet man die Personen, die in den vergangenen Jahrzehnten das Amt des Wissenschaftsministers innehatten, von Frau Brunn über Frau Kraft bis hin zu Andreas Pinkwart, dann stellt man fest, jeder dieser Personen hat dazu beigetragen, dass die Situation der Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen besser geworden ist. Aber mit Ihnen, Frau Schulze, befindet sich nun eine Person an der Spitze des Ministeriums, die erstmals an einer Degeneration des Wissenschaftssystems arbeitet. Schon der Name Hochschulzukunftsgesetz ist zynisch, weil es positive Entwicklungen hemmt, die Steuerung von Hochschulen erschwert und überhaupt keine sachlichen Gründe existieren, warum überhaupt das erfolgreiche Hochschulfreiheitsgesetz von Andreas Pinkwart abgeschafft werden soll. Nach Aussagen der Hochschulen ist das Hochschulfreiheitsgesetz die Grundlage für die erfolgreiche Handhabung des doppelten Abiturjahrgangs, für die beeindruckende Verdopplung der Drittmittelquote und für die hervorragenden Leistungen und Erfolge unserer Hochschulen bei der Exzellenzinitiative. Und stellvertretend dafür steht die Aussage von Herrn Professor Schmachtenberg, dem Rektor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, als er 2013 feststellte, dass die Siege der RWTH in der Exzellenzinitiative ohne die Autonomierechte des Hochschulfreiheitsgesetzes so wenig möglich gewesen wären wie die Verdopplung der Drittmitteleinnahmen. Und, Frau Schulze, Sie haben eine Evaluation, eine gesetzlich vorgeschriebene Evaluation des Hochschulfreiheitsgesetzes verhindert, damit die positiven Wirkungen der Hochschulfreiheit gar nicht erst Teil dieser parlamentarischen Debatte werden können. Und Sie haben jetzt ein sogenanntes Hochschulzukunftsgesetz auf den Weg gebracht. Sie legen Hochschulen an die ministerielle Kette und Sie öffnen dem politischen Diktat Tür und Tor. Denn das Leitmotiv Ihres durchtränkten Gesetzes besteht darin, die Hochschulen im ersten Schritt zu entmündigen, um sie dann im zweiten Schritt zu bevormunden. Sie führen einen Landeshochschulentwicklungsplan ein,
über den politischen Einfluss auf die strategische Ausrichtung jeder einzelnen Hochschule ausgeübt wird. Selbst Fragen der Forschung werden als Gegenstand in diese Pläne aufgenommen, und der Landtag soll dann als eine Art Feigenblatt die Eckpunkte des Landeshochschulentwicklungsplans im Benehmen begleiten. Und weigert sich eine Hochschule, so wird von Ihnen der universitäre eigene Hochschulplan verpflichtend verordnet. Das ist also im Kern ein diktatorischer Wissenschaftsplan, der massiv in die universitäre Freiheit eingreift und der politische Steuerung zum Ziel hat. Und bei dem ganzen Gesetz wird auch klar, dass die Hochschulen nicht als Orte von Forschung und Lehre betrachten, sondern als Stätten zur Realisierung ihrer gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis die ersten Lehrstühle zur Errichtung, zur Erforschung der 150-jährigen Geschichte der Sozialdemokratie von Ihnen hier eingerichtet werden. Und vorgestern schrieb die Süddeutsche Zeitung: Beklagenswert an dem gegenwärtigen Reformvorhaben ist der eklatante Mangel an visionärer Kraft. Das ist ohnehin ein Grundsatzproblem dieser Landesregierung. Und weiter in der Süddeutschen: Anstatt das Bemühen der Universitäten nach unverwechselbarem Profil und selbstständiger Lenkung zu unterstützen, verheddert sich landesherrliche Hochschulpolitik im provinziellen Klein-Klein, ein Rückgriff in die Klamottenkiste der Hochschulpolitik der 70er Jahre. Vorgestern die Süddeutsche Zeitung, recht hat sie. Und Rot-Grün hat jetzt einen Entschließungsantrag vorgelegt. Allein die Vorlage eines Entschließungsantrags zeigt ja schon, wie sehr Sie sich in der intellektuellen Defensive befinden. Wenn Sie einen Entschließungsantrag zum besseren Verständnis eines Gesetzes mit vorlegen müssen. Und die Begründungen Ihres Entschließungsantrages, warum Sie denn ein neues Gesetz brauchen, heißen Demokratie, Mitbestimmung, Transparenz und gute Arbeit. Und dann sage ich Ihnen mal nur so nebenbei, die CDU glaubt, dass die wichtigsten Punkte im Hochschulbereich Forschung und Lehre sind. Aber Qualität der Lehre und Verbesserung von Forschungsbedingungen wird von Ihnen in der wichtigsten Gesetzgebungsdebatte im Hochschulbereich vollkommen ignoriert. So, und dann betrachten wir doch mal den Punkt Demokratisierung. Ich stelle mal fest, was im Gesetz drinsteht. Der Rektor der Hochschule wird abschließend vom Ministerium bestellt. Neue dienstvorgesetzte Stelle ist das Ministerium. Der Landeshochschulentwicklungsplan legt die Planungen der Hochschulen fest. Alles das hat mit Demokratisierung und Demokratie genauso wenig zu tun, wie der Parlamentarismus in der DDR mit Demokratie zu tun hatte. Und es geht noch weiter, Herr Schulteis. Das Hauptinstrument zur Abschaffung der Hochschulfreiheit, was Sie sich haben einfallen lassen, sind die Rahmenvorgaben. Damit schafft sich jetzt die Ministerialbürokratie eine Blankovollmacht für politisch motivierte Eingriffe im Bereich, jetzt führe ich es mal auf, der Personalverwaltung, bei Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, des Gebühren, des Kassen, des Rechnungswesens, bei Aufgaben der Berufsbildung, also bei allen Themen, die eine Rolle spielen. Und das alles passiert ohne parlamentarische Kontrolle, weil Sie, und da können Sie jetzt sagen, was Sie wollen, selbst wenn die Verordnung dafür einmal durch den Landtag muss, aber sie muss nur einmalig durch den Landtag, danach hat der Landtag nichts mehr zu sagen, das Ministerium kann schalten und walten, und da sage ich Ihnen, Frau Schulze, Demokratie sieht definitiv anders aus. Und eine zweite Begründung Ihres Entschließungsantrages, Ihres Erklärungsversuches für das Gesetz ist das Ziel gute Arbeit. Und das Ziel gute Arbeit ist doch ganz einfach, und dazu brauchen Sie auch kein neues Gesetz. Wenn Sie es ernst meinen mit guter Arbeit an den Hochschulen, dann erhöhen Sie die Grundfinanzierung, dann können die Hochschulen ihren Mitarbeitern langfristig gute Verträge anbieten. Aber, und das haben wir gestern gesehen, die Beschäftigten der Hochschulen werden bei ihrer Haushaltspolitik wohl noch sehr lange auf genügend Geld für gute Arbeit warten. Was wir gestern gesehen haben, lässt jedenfalls nicht positiv in die Zukunft für die Beschäftigten an den Hochschulen blicken. So, der über 360 Seiten starke Entwurf beinhaltet leider noch eine weitere Fülle von Faktoren, die im Zusammenspiel die innere Stärke der Hochschulen zerstören wird.
Sie entmachten den Hochschulrat. Damit steht zu befürchten, dass wichtige und herausragende Entscheidungsträger kein Interesse mehr an einer Mitarbeit im Hochschulrat haben werden. Es droht also unnötig ein Verlust dieser Kompetenzen. Sie führen Zivilklauseln ein, die im besten Fall nutzlos sind, im schlimmsten Fall aber die Forschung aus dem Land treiben. Und damit können Sie nebenbei auch noch unliebsame Forschungsvorhaben politisch diskreditieren. Sie führen eine Viertelparität ein. Dadurch werden Entscheidungen verlangsamt. Sie schaffen zusätzliche Gremien. Sie dehnen Anhörungsrechte aus. Ein langer interner Bewerbungsmarathon streckt potenzielle Spitzenwissenschaftler ab. Sie ersetzen in Ihrem Entwurf, und das finde ich persönlich ganz besonders bedenklich, das Wort Noten durch Bewertungen und mischen sich nebenbei auch noch in Anwesenheitspflichten vor Ort ein, die besser vom Dozenten entschieden werden. Im Ergebnis wird also Ihre Regelungswut die Eigeninitiative vor Ort abwürgen und die Hochschulen werden zu bloßen Umsetzer Ihrer Vorgaben degradiert. Meine Damen und Herren, heute droht uns eine folgenreiche Entscheidung. Sollte das Hochschulzukunftsgesetz durch den Landtag angenommen werden, dann beerdigen wir damit die Freiheit der Hochschulen. Frau Schulze, ich möchte Sie an Benjamin Franklin erinnern. Er sagte, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und mit der Abschaffung der Hochschulfreiheit, mit einem Zurückverlagern der Kontrolle in Ihrem Ministerium, mit Aufblähen von Mitbestimmungsgremien, mit Ihrer geplanten Detailsteuerung wird die gute Entwicklung der Hochschulen der letzten Jahre zum Erliegen kommen. Und wollen Sie wirklich diejenige Ministerin sein, die die Degeneration von Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen einleitet? Wollen Sie es wirklich sein? Der Weg zum heutigen Tag war für Sie ein andauernder Spießrutenlauf. Vertrauensverlust, vergiftete Atmosphäre, Gehälteraffäre, alles das hat Ihre Reputation aufgezehrt. Da habe ich von der Atomkugelaffäre noch gar nicht geredet. Und alle Beteiligten spüren, dass dieses Gesetz erkennbar negative Folgen hat. Nordrhein-Westfalen wird eine zentnerschwere Last in den Rucksack gelegt. Das hat auch die Anhörung klar gezeigt. Und über ein System, wie Sie es errichten wollen, hat Ihr verstorbener Parteifreund schon vor Jahren geurteilt, im Kern verrottet. Meine Damen und Herren, die CDU lehnt dieses Gesetz ab. Wir haben auch keine Änderungsanträge eingebracht, weil die Gesamtphilosophie dieses Gesetzentwurfs zu einer Erosion der Innovationsbasis Nordrhein-Westfalens führen wird. Ich fordere alle Abgeordneten dieses Hohen Hauses auf, stimmen Sie mit uns gemeinsam gegen das Hochschulentmündigungsgesetz. Vielen Dank, Herr Dr. Berger. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Dr. Seide. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben uns nach der Anhörung im Wissenschaftsausschuss noch einmal intensiv mit der Kritik und auch den Anregungen der Hochschulleitungen, der Hochschulräte, der Studierenden, der Personalvertretungen und der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer am Regierungsentwurf auseinandergesetzt. Und wir haben, wie ich finde, im Dialog mit allen Beteiligten tragfähige Lösungen erarbeitet. Und diese wollen wir heute in zweiter Lesung des Gesetzentwurfs beschließen. Und ich hätte mich gefreut, Herr Berger, wenn Sie sich in diesen Prozess wenigstens ein einziges Mal positiv eingebracht hätten, anstatt heute wie eigentlich immer mit leeren Worthülsen und absurden Behauptungen um sich zu schlagen. Ja, man muss sich diese Wortwahl einfach mal antun. Ich nenne Begrifflichkeiten wie Degeneration, Diktatur und Entmündigung. Wer kann sowas in einer ernsthaften Debatte denn wirklich vertragen und ernst nehmen? Und
Und wenn Sie mit Begriffen wie Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit und Transparenz nichts anfangen können, dann kann man nur vermuten, dass Ihnen und der CDU-Fraktion die Werteorientierung abhanden gekommen ist. Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung in Bezug auf eine gute Lehre, auf nachhaltige Forschung, auf Gleichstellung und auf faire Arbeitsverhältnisse hat doch mit der Einschränkung von Autonomie oder gar von Wissenschaftsfreiheit nicht im geringsten etwas zu tun. Der Autonomiegrad, und darauf will ich noch mal hinweisen, auch in Bezug auf das, was Sie eben gesagt haben, Herr Berger, unserer Hochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts, ist nach wie vor der weitestgehende in der Bundesrepublik. Und ich kann das auch belegen. In Berlin sitzt das Ministerium mit im Hochschulrat. In Bayern ist die Berufung von Professorinnen und Professoren originäres Recht des Ministeriums. In 15 Bundesländern sind die Hochschulen noch nachgeordnete Landeseinrichtungen, die der unmittelbaren Weisung des Ministeriums unterstehen. Und nicht so in Nordrhein-Westfalen. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist auch für uns ein wichtiges Anliegen, die Freiräume für unsere Hochschulen zu erhalten. Aber wir bleiben dabei nicht stehen. Wir verbessern auch die Karrierewege für Frauen in der Wissenschaft, indem wir unter anderem die vom Wissenschaftsrat und der DFG vorgeschlagenen Zielquote nach dem Kaskadenmodell gesetzlich verankern. Wir stärken die innerhochschulische Demokratie und wir stellen auch die Verantwortung des Landtages stärker heraus. Und das ist unser Leitbild. Wir orientieren uns an der Vorstellung von Hochschulen, die autonom sind, aber in besonderer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Staat stehen. Und Frau Freimuth, wer die Moral nicht hören will, sollte wenigstens das Recht akzeptieren. Spätestens die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. Juli dieses Jahres in Bezug auf das niedersächsische Hochschulrecht macht doch die verfassungsrechtlich bedenkliche Konstruktion des Pinkwartschen Steuerungsmodells noch einmal sehr deutlich. Und deshalb wird sich der Senat künftig wieder an wichtigen hochschulinternen Entscheidungen beteiligen können, bei der Rektoratswahl und bei der Hochschulentwicklungsplanung. Ja, das war das Wunderbare an dem Pinkwartsch-Gesetz, dass er das alles auf die Hochschulleitungen konzentriert hat, dass er damit gegen die Verfassung verstoßen hat, weil er die Wissenschaftsautonomie nicht mehr garantiert hat für den Senat. Und ein echter Webfehler der schwarz-gelben Vorgängerregierung war es auch, die Hochschulen rechtlich zu verselbstständigen und dabei zu vergessen, dass man für die bundesweit dichteste Hochschullandschaft möglicherweise so etwas wie einen Masterplan braucht. Denn es ist doch vollkommen klar, dass Hochschulen, die sich in einem Wettbewerb untereinander befinden, kaum in der Lage sind, die landesweite Gesamtentwicklung im Blick zu behalten und sich entsprechend untereinander abzustimmen. Mit der Letztentscheidung des Landtags über den Landeshochschulentwicklungsplan rückt damit auch die Debatte über die strategischen Leitlinien der Hochschulpolitik in die Mitte des Parlaments, wo ich finde, wo sie auch hingehört und was auch der Bedeutung der 37 Hochschulen und ihrer fast 700.000 Studierenden gerecht wird. Denn es geht hier um eine Stärkung der Hochschulen durch den Gesetzgeber. Sie sichert den Hochschulen in Zeiten auch angespannter öffentlicher Haushalte eine breite Legitimationsbasis. Und nicht zuletzt die Befürchtung der Rektorinnen und Rektoren sowie Kanzlerinnen und Kanzler vor einer Detailsteuerung durch den Erlass von Rahmenvorgaben haben wir aus dem Weg räumen können. Nach vielen Gesprächen, im Dialog eben. Und nach dem jetzigen Stand des Gesetzes müssen die Hochschulen vor der Erstellung von Rahmenvorgaben angehört werden. Das ist das eine. Und es gibt einen Parlamentsvorbehalt für die aufgestellten Grundsätze im Rahmen einer Rechtsverordnung. Und damit ist auch geklärt, was unter Rahmenvorgaben zu verstehen ist. Das Märchen von der Rückabwicklung der Hochschulfreiheit, das Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, ja immer wieder gerne verbreiten, entbehrt jeglicher vernünftiger Grundlage. Wir haben eine exzellente Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen, auf die wir stolz sind und die wir stärken wollen. Wir haben die Mittel für die Hochschulen trotz der schwierigen Haushaltslage in den letzten Jahren kontinuierlich und erheblich steigern können, sodass diese in der Lage waren,
auch den doppelten Abiturjahrgang hervorragend zu bewältigen. Fast 1 Milliarde Euro sind zwischen 2011 und 2014 aus Landesmitteln für den zusätzlichen Aufbau von Studienplätzen geflossen. Mit Hochschulfreiheit alleine, Frau Freimuth, wie Sie das ja immer so gerne sagen, lässt sich kein einziger Studienplatz schaffen. Und sowas kann auch nur die FDP behaupten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch eine Anmerkung zum Änderungsantrag der FDP machen. Ich habe mich gefragt, Frau Freimuth, als ich Ihren Antrag gelesen habe, wie Sie behaupten können, dass die Menschen ihre liberalen Gesetze so ungeheuer schätzen. Und das sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz war ja ein durch und durch liberales Gesetz, wenn man so will. Und wie erklären Sie sich dann die Tatsache, dass Sie inzwischen in keinem einzigen Bundesland mehr in der Regierung sind und offensichtlich auch nirgendwo mehr gewählt werden? Wenn Ihre Gesetze so gut sind und wenn Sie in Ihrem Antrag feststellen, dass die Frauenquote, ich zitiere, in einigen Fachbereichen der Hochschulen eine ganze Generation von männlichen Akademikern von der Lehrstuhlberufung aussperren würde, Zitat Ende, da kommen mir ja geradezu die Tränen. Frau Freimuth, in welcher Welt leben Sie eigentlich, dass Sie die Tatsache, dass bislang nur 20% aller Spitzenpositionen im Bereich von Forschung und Lehre mit Frauen besetzt sind, komplett ausblenden und auch die bundesweite Debatte darüber einfach ignorieren? Ja, da ist viel gequirlter Unsinn in Ihrem Änderungsantrag zu lesen. Ich kann jetzt hier an dieser Stelle nicht auf alles eingehen. Dennoch laden wir Sie und natürlich alle Fraktionen ein, unserer Vorlage für ein zukunftsfähiges Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen heute zuzustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Seide. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Freimuth. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 11. September scheint in der Tat immer ein besonderer Tag für Freiheitsrechte zu sein, insbesondere der heutige Tag für die Freiheit bzw. die Beendigung der Freiheit der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Seit vier Jahren wird mit dem Vorwurf, unsere Hochschulen agierten willkürlich, nicht transparent und so weiter, die Abschaffung der Hochschulfreiheit hier propagiert. Bis heute unbelegte Vorwürfe. Herr Kollege Herter, ich bin wirklich völlig. Also, meine Damen und Herren, ich will das in aller Deutlichkeit klarstellen. Der terroristische Angriff mit zivilen Flugzeugen, bei denen, wenn Sie mir bitte einmal zuhören würden, dann könnte ich dazu auch eine Anmerkung machen. Der terroristische Angriff, Frau Präsidentin, ich werde das direkt aufgreifen. Der terroristische Angriff mit zivilen Flugzeugen, wie wir das in New York in Washington mit dem zum Absturz gebrachten zivilen Flugzeug in Pennsylvania erlebt haben, mit Tausenden von Toten und Verletzten und Angehörigen, deren unser tiefes Mitgefühl auch heute noch gilt. Aber dieser Tag, meine Kolleginnen und Kollegen, hat eine Debatte losgelöst über die Frage, wie wir Freiheit und Sicherheit miteinander abrücken. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit der heutigen Debatte hier um die Beendigung der Hochschulfreiheit zu tun. Das sage ich doch auch ausdrücklich. Ich habe deswegen ausdrücklich gesagt, dass dieser 11. September 2014 mit der Beendigung der Hochschulfreiheit hier in Nordrhein-Westfalen einen Höhepunkt erreicht. So, wenn Sie mir bitte zuhören würden, Frau Kollegin. Frau Kollegin Freimuth, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Ihnen das, was Frau Kollegin Freimuth sagt und vorträgt, überhaupt nicht passt, muss sie die Gelegenheit haben, das vorzutragen. Und ich muss die Gelegenheit haben, Frau Kollegin Freimuth zu fragen, ob die beiden Zwischenfragen oder Begehren auf Zwischenfragen, die eingegangen sind, zum einen von Herrn Kollegen Herrmann von den Piraten und zum anderen von Frau Kollegin Beer von den Grünen, ob sie die zulassen möchten.
Kollegin Bär von den Grünen noch. Frau Kollegin Bär von den Grünen, selbstverständlich. Und Herr Kollege Herrmann, das war der Erste. Frau Kollegin Freimuth, Herr Kollege Herrmann von den Piraten war der Erste, der den Wunsch nach einer Zwischenfrage geäußert hat. Ich habe Frau Kollegin Bär zuerst gehört, aber vielleicht kann ich das an der Stelle auch damit, wenn ich gerade den Zuruf von dem Kollegen Römer, wenn hier der Eindruck erstanden sein sollte, die Ereignisse seien miteinander vergleichbar, dann ist das nicht meine Absicht gewesen und tut mir leid, einen solchen Eindruck würde ich niemals erwecken wollen. So. Darf ich das so verstehen, dass Sie beide Zwischenfragen jetzt nicht zulassen, Herr Gitten? Ich möchte jetzt zu dem Thema des heutigen Tages etwas sagen. Also, ich habe gerade gesagt, seit 4 Jahren wird mit dem Vorwurf, dass unsere Hochschulen nicht transparent agierten und die Abschaffung der Hochschulfreiheit propagiert. Bis heute sind diese Vorwürfe sämtlichst unbelegt. Unsere Hochschulen arbeiten effizient, transparent und erfolgreich, Exzellenz ausgebildet, mehr Studierende zum Abschluss gebracht, die doppelten Abiturjahrgänge in die akademische Bildung und Ausbildung gebracht, mehr Drittmittel und so weiter. Aber statt Anerkennung dieser bemerkenswerten Leistungen, die im Rahmen der Verantwortung und in Verantwortung aus dem geltenden Hochschulfreiheitsgesetz und seiner Vorgängergesetze, die alle auf mehr Autonomie bei den Hochschulen zielten, erbracht wurden, bekommen die Beteiligten an den Hochschulen nur den Tritt, werden mit Misstrauen, was sich durch den gesamten Gesetzestext zieht, überschüttet. Der Referentenentwurf wurde wie auch der Gesetzentwurf massiv von der gesamten Wissenschaftscommunity, Rektorate, Personalvertretungen, Studierende, Professoren kritisiert und abgelehnt. In den Sachverständigenanhörungen wurde das deutlich. Die Ignoranz und Fragen der Gesichtswahrung verhinderten aber wohl die Annahme der Kritik. Gerade die Ankündigung der Grünen, kein Gesetz verlässt das Parlament, wie es hineinkommt, klingt wie Hohn angesichts der im Beratungsverfahren tatsächlich von SPD und Grün vorgenommenen Änderungen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre es besser, wenn dieses Hochschulbevormundungsgesetz niemals dieses Parlament verließe. Lassen Sie mich das am Beispiel erläutern. Frau Kollegin Dr. Seidel hat ja gerade schon die Rahmenvorgaben angeführt und auch im Kölner Stadtanzeiger sich derart eingelassen. Ich zitiere sie: Die Befürchtung einer Detailsteuerung durch den Erlass von Rahmenvorgaben haben wir aus dem Weg geräumt. Die Beteiligung des Landtags an der Aufstellung von Planungsgrundsätzen sei der große Wurf. Fakt ist aber, bis 2017 werden die Planungsgrundsätze von einer parlamentarischen Mehrheit bestimmt, die jetzt schon sehr deutlich gemacht hat, mit diesem Gesetz, welchem Geist und Regulierungswahn sie anhängt. Bei den konkreten Rechtsverordnungen im Benehmen mit dem Parlament werden wir staunen und erschrecken, wie das Ministerium rot-grüne Grundsätze dann auslegen wird. Massive Detailsteuerung ist auch nach ihren Änderungen nach wie vor möglich. Und erschreckend sind auch die Regelungen zu den Verträgen in Anführungszeichen zu Zielen und Leistungen. Wenn nicht das drinsteht, was das Ministerium will, wird das Ministerium den Inhalt einfach vorgeben. Augenhöhe sieht anders aus. Das ist kein Vertrag, sondern Diktat. Was denn der Verbraucherschutz letztlich von solchen Knebelverträgen wohl dazu sagen wird, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Hochschulentwicklungspläne. Passen dem Ministerium die Pläne der Hochschulen nicht, übrigens demokratisch in der Hochschule entwickelt, plant die Ministerialbürokratie einfach kurzerhand über. Meine Damen und Herren, die Liste handwerklicher Fehler und der kritisierten Punkte ist lang. Wir haben die wesentlichen noch einmal in einem Entschließungsantrag, liebe Frau Kollegin, nicht Änderungsantrag, zusammengefasst. Aufgrund der Zeit will ich nur 2 Punkte herausgreifen. Erstens die rot-grüne Zivilklausel. Diese ja nun auch noch um die Verpflichtung zur demokratischen Erziehung erweitert haben. Wenn Sie betonen, es handele sich nur um eine nicht bindende Absichtserklärung, dann frage ich mich aber, was soll das? Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, in Treue zur und damit auch in den Schranken unserer Verfassung. Punkt. Mehr braucht es nicht. Und dann auch noch die Sache mit den Anwesenheitslisten, das wollen wir an dieser Stelle gar nicht vertiefen. Zweiter Punkt, Kodex gute Arbeit. Die FDP will gute Arbeit und damit auch gute Arbeitsbedingungen an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, weil sonst können wir gar nicht erfolgreich sein.
Sie haben aber einen Sanktionismus bei etwaiger Nichtbefolgung der Rahmenvorgaben durch ungehorsame Hochschulleitungen vorgesehen, nämlich die unterjährigen Mitteleinbehalt, der letztlich gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mittelbaus betreffen wird. Ihre Ideen zur Allgemeinverbindlichkeit tragen den spezifischen Unterscheidungen zwischen Fachhochschulen und Unis nicht Rechnung. Was bedeuten die Verhandlungen zwischen Kanzler und Personalvertretung angesichts der neuen Weisungsrechte gegenüber dem Kanzler? Gute Arbeit, meine Damen und Herren, erreicht man nicht mit Absichtserklärungen, sondern mit der Beseitigung der Ursachen für Schlechte, zum Beispiel mit einer Erhöhung der Grundfinanzierung. Das aber sucht man in diesem Gesetz vergebens. Dieser Gesetzentwurf ist ein Schlag in das Gesicht der Studierenden, Beschäftigten, der gesamten Hochschulen, der Kunsthochschulen und Studentenwerke. Aber über Stilfragen haben wir ja im Zusammenhang mit dem Datenleck bereits Anfang des Jahres diskutiert. Jetzt wird im Übrigen der Verrat personenbezogener vertraulichen Daten nachträglich quasi legitimiert. Ja, Sie zeigen schon, wer die Hosen anhat. Meine Damen und Herren, wir hören Rufe, Hochschulen zu Schulen der Demokratie machen. Studierende von heute seien die Verantwortungseliten von morgen. Was bewirkt es aber, wenn demokratisch getroffene Entscheidungen in der Hochschule getroffene demokratische Entscheidungen von einer ministeriellen Bürokratie verworfen werden, wenn die heutigen und zukünftigen Verantwortungseliten nicht die Verantwortung als Geschenk der Freiheit, sondern stattdessen nur die bitteren Früchte der Gängelung essen dürfen? Meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion lehnt die Beseitigung der Hochschulfreiheit und damit diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Freimuth. Für die Piraten spricht Herr Dr. Paul. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Raum und zu Hause. Herr Dr. Berger, intellektuelle Defensive, dieser Begriff aus Ihrem Mund, das war das Sahnehäubchen für meinen Tag. Das nur mal am Rand, aber es gibt auch keinen Grund, jetzt hier groß zu feiern. Insofern muss ich Herrn Berger in dem einen Punkt recht geben, weil dieses Gesetz heute beschlossen werden wird. Wir haben genau dieselbe Kritik. Es fängt damit an, dass der Begriff selbst Hochschulzukunftsgesetz sich selbst nicht gerecht wird, weil er mit Zukunft und Vision nicht das Geringste zu tun hat. Es ist die Chance vertan worden, falsche Steuerung von Hochschulen durch das Hochschulfreiheitsgesetz zu beenden. Man ist eingeknickt vor den Interessen einer zugegeben starken Deregulationslobby, die immer noch einer bestimmten Doktrin privat vor Staat hinterherrennt. Und ich möchte mal was Grundsätzliches sagen. Die Debatte zum Thema Hochschule, die hier geführt worden ist, ist auf der Hintergrundfolie eines ganz bestimmten Verständnisses des Verhältnisses von Privat und Staat geführt worden. Und dieses Verständnis stammt aus der Industriegesellschaft und es wird in der Informations- und Wissensgesellschaft nicht mehr funktionieren. Es gibt gute Elemente von Ihrem Hochschulfreiheitsgesetz. Da gab es das Entlassen in Körperschaften auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Regulierung der Prozesse in Hochschule durch Externe ohne jede demokratische Kontrolle. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder Eingriff in die Studierendenwerke. Das ist alles wirklich nicht so prickelig. Und vor allem muss man sagen, die Erfolge der Hochschulen sind nicht die Erfolge der Hochschulleitungen, als die sie hier immer wieder von allen Seiten verkauft werden. Die Leitungen sind gar nicht dafür verantwortlich. Es sind die Lehrenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Studierenden selbst und natürlich sämtliche Mitarbeiter an der Hochschule, die diese Leistung vollbracht hat. Und das, Frau Ministerpräsidentin, redet hier auch niemand schlecht. Unterstützt von der Politik und Landes- und Bundesparlament, die finanziellen Ressourcen bereitstellen. Das ist ja auch eine Menge Geld. Und dafür können wir uns alle loben. Aber was da nachher draus wird im Rahmen des Hochschulzukunftsgesetzes, ist mehr als fraglich. Aus der Souveränität der Rolle des Gesetzgebers hat die rot-grünen regierungstragenden Fraktionen haben sie nichts gemacht. Der hier vorliegende Entwurf ist nicht innovativ und zukunftsweisend. Es ist ausschließlich, so kommt uns das vor, eine Abrechnung mit der schwarz-gelben Regierungszeit, wie so oft. Wenn man damit aber abrechnet, dann kann man das auch gründlich tun.
Und eine Bemerkung an den Kollegen Abel, der hier immer in schöner There's no biz like showbiz Manier versucht hat, unseren eigenen auch eingebrachten Gesetzentwurf zu diskreditieren. Er hat uns nämlich vorgeworfen, dass wir 45% des Hochschulzukunftsgesetzes in unserem Entwurf abgeschrieben haben. Das ist offensichtlich richtig. Aber lässt man das Hochschulzukunftsgesetz im Vergleich mit dem Hochschulfreiheitsgesetz mal beleuchten, dann muss man feststellen, Sie haben 60% abgeschrieben. Und das sind auch noch die schlechten 60%. Sie halten, das haben wir immer wieder gesagt, das ist vor dieser Hintergrundfolie des Verhältnisses Privatstaat, an der Rolle der Hochschulräte fest. Und das ist, man kann es wirklich nicht oft genug sagen, ein Schlag ins Gesicht der Lehrenden, der Professorinnen und Professoren an den Hochschulen. Herr Berger wird wieder aufschreien wahrscheinlich und sagen, dass 80% der Mitglieder der Hochschulräte Professoren sind. Aber die Denkweise der Hochschulräte in der Anhörung zum Hochschulzukunftsgesetz hat deutlich gezeigt, dass die Konstruktion insgesamt wirklich demokratiefeindlich ist. Das ist für uns noch mal belegt worden. Und die Hochschulräte eher elitär und Partikularinteressen gesteuert sich verhalten. Ich zitiere aus dem Anhörungsprotokoll. Der Senat ist, wenn Sie so wollen, der Gesetzgeber der Hochschulen. Er hat dort alle Kompetenzen. Das Rektorat ist, wenn man so will, die Regierung, ist der operativ Verantwortliche der Hochschule. Der Hochschulrat ist derjenige, der für die wirtschaftliche Entwicklung, nämlich für den Wirtschaftsplaner, für die Kontrolle des Rektorats und die strategische Beratung verantwortlich ist. An der Stelle muss man sagen, die Hochschulräte haben im Politikunterricht offensichtlich geschlafen, was die demokratische Gewaltenteilung angeht. Bleiben wir mal in diesem Bild. Dann ist der Hochschulsenat so etwas wie das Parlament hier. Dann werden die klassischen Parlamentsrechte wie Gesetzgebung, Grundordnung, Satzung und so weiter tatsächlich vom Senat ausgeführt. Die Kontrolle der Regierung, also des Rektorats, aber nicht vom Parlament, sondern mindestens zur Hälfte oder gänzlich von Externen. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Hinzu kommt, dass das Königsrecht eines Parlamentes, wenn man in diesem Bild bleibt, des Senats in dem Fall, das Haushaltsrecht, in diesem Fall der Wirtschaftsplan, auch nicht im Senat beschlossen wird, sondern ebenfalls an ein demokratisch nicht legitimiertes Gremium wandert. Das war ein klassisches Eigentor der Hochschulräte, die sich in der Anhörung geleistet haben. Und ich kann nur sagen, ich mache jetzt mal Schluss, den Rest habe ich auch gestern schon erzählt, und das ist alles schon x-mal erzählt worden. Ja, ich rate meiner Fraktion, alles, was nicht von uns kommt, ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulze. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete. Frau Ministerin, wenn Sie mögen, fangen Sie an. Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, in der Anhörung des Parlaments zum Hochschulzukunftsgesetz ist im Juni ein ganz bemerkenswerter Satz gefallen, der die Debatte, wie ich finde, in den letzten Monaten sehr, sehr gut zusammenfasst. Und deswegen möchte ich heute noch mal Herrn Professor Dr. Stelzer-Rothe zitieren vom Hochschullehrerbund. Der sagte in dieser Anhörung, wir sind alle im gleichen Kino, aber wir sehen unterschiedliche Filme. Meine Damen und Herren in der Opposition, Sie beweisen auch heute wieder, dass Sie offensichtlich im falschen Film sind. Sie sind einem Genre unterwegs, was man nachvollziehen kann in der politischen Debatte. Nämlich immer, wenn was von der Regierung kommt, dann bevorzugen Sie die Actionfilme. Sie lassen es hier mit großem Pathos krachen. Pyrotechnik ist das, was Sie hier immer wieder nach vorne ziehen. Geschenkt. Das kann man so machen. Sie haben seit Beginn der Debatte um das Hochschulzukunftsgesetz vor über 3 Jahren deutlich zu viel auf Drama gesetzt. Empörungsrituale standen hier deutlich vor der Sacharbeit. Sie haben damit aber auch wichtige wissenschaftspolitische Entwicklungen verschlafen. Wir haben von Beginn an in der Debatte auf Themen wie gute Arbeit, wie Studienerfolg, wie Diversity, wie Gleichstellung, wie Transparenz gesetzt, weil das gesellschaftspolitisch wichtige Themen sind und weil wir überzeugt davon sind, dass sie für die Hochschulen eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Opposition, haben diese Themen von Anfang an bis heute nicht ernst genommen. Das unterscheidet uns politisch ganz deutlich. Sie haben
Sie haben verschlafen, dass diese Themen sich inzwischen zu wissenschaftspolitischen Megathemen entwickelt haben. Alle großen Wissenschaftsorganisationen haben diesen Themen Priorität eingeräumt und sie als zentrale Fragen der Zukunftsfähigkeit von Hochschule und Wissenschaft identifiziert. Sie stehen mit Ihrer Gleichgültigkeit gegenüber hohen Abbrecherquoten, schlechten Arbeitsbedingungen und den Herausforderungen einer vielfältigen Studierendenschaft an den Hochschulen mittlerweile ziemlich alleine da. Es hat sich als goldrichtig erwiesen, dass wir diese Fragen frühzeitig aufgegriffen haben, dass wir beim wissenschaftspolitischen Agenda-Setting hier aus Nordrhein-Westfalen mitgewirkt haben. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Berger, anstatt diese Entwicklung zu erkennen, aufzugreifen, ist hier in der Debatte um das Hochschulzukunftsgesetz immer wieder Murmeltiertag. Immer wieder nur altbekannte Empörungsrituale statt eine echte inhaltliche Auseinandersetzung um die Zukunft der Hochschulen. Und ich habe eine große Bitte an Sie. Sie benutzen hier am laufenden Band Vokabeln Kommunismus, Diktatur, Degeneration, 9/11. Das ist das Vokabular, mit dem Sie hier arbeiten. Ich bitte Sie, dieses Vokabular endlich einmal abzurüsten und sich der inhaltlichen Debatte hier zu stellen. Das, was Sie hier tun, das ist billige Effekthascherei. Das hat mit Politik, das hat mit der Gestaltung dieses Landes nicht im Ansatz zu tun. Knalleffekte, Special Effects, wie es im Film heißt, ohne inhaltliche Substanz. Das funktioniert in Hollywood und das funktioniert eigentlich auch im Filmland Nordrhein-Westfalen. Das funktioniert aber nicht in einer Auseinandersetzung um Inhalte. Und ich sage hier ganz deutlich, die interessante Hochschullandschaft, die hervorragende Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen hat eine deutlich bessere Debatte verdient. Vieles von dem, was wir hier in den letzten Monaten gehört haben, kann man eigentlich nur noch dem Bereich Fantasy zurechnen. Die Redezeit hier ist begrenzt, deswegen will ich es bei wenigen Beispielen belassen. Ihre vielleicht grundlegendste Fata Morgana ist, dass das HZG die Hochschulfreiheit abschaffe. Haben Sie sich überhaupt mal die Mühe gemacht, in das Hochschulrecht anderer Bundesländer hineinzusehen? Offenbar nicht. Weil sonst wüssten Sie, dass Nordrhein-Westfalen in Sachen Hochschulautonomie im Bundesverband seit vielen, vielen Jahren Spitze ist und natürlich auch Spitze bleibt. Schauen Sie mal nach Bayern, nach Baden-Württemberg, nach Hessen, nach Niedersachsen, wo das Ministerium bei den Fragen des Haushalts und des Personals fachaufsichtliche Weisungen im Einzelfall gibt. Schauen Sie mal nach Bayern, wo die interne Organisation der einzelnen Hochschule einschließlich der Studiengangstruktur vom Staat genehmigt wird. Schauen wir Sie mal nach Bayern und Baden-Württemberg, wo die Studiengänge vom Ministerium genehmigt werden. All das gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Wie Sie das immer wieder behaupten können, das bleibt Ihr Geheimnis. Vielleicht schauen Sie sich einfach mal das Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen an und nicht das in Bayern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in vielen Fragen hängt die Opposition einer Illusion nach, die in einer nüchternen Betrachtung, und darum möchte ich hier mal bitten, nicht standhält. Sie bauen hier einen Popanz auf, wir würden Mittel für die Hochschulen zurückhalten. Schauen Sie doch mal in das geltende Hochschulrecht. Das geltende Hochschulrecht sagt, dass wir einer Hochschule den gesamten Haushalt sperren können. Das ist vollkommen unrealistisch. Wir gehen jetzt rein und finden eine realistische, eine wirklich angemessene Form, wie wir bei den Hochschulen nachsteuern können, wenn das notwendig ist. Und wie wir Mittel zurückhalten können, wenn die Hochschulen gegen geltendes Recht verstoßen. Das ist ein sehr milder, ein sehr zurückhaltender Vorschlag, den wir da machen. Ein Vorschlag, der angemessen ist, weil, meine Damen und Herren, es geht hier um den Umgang mit hart erarbeitetem Steuergeld in Nordrhein-Westfalen und dafür ist das eine absolut angemessene Regelung. Der Popanz, den Sie hier machen, der ist entlarvend und substanzlos. Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen, von Ihrer Effekthascherei zu den Rahmenvorgaben, die es in allen anderen Ländern gibt. 15 Länder finden das komplett normal und hier ist es der Untergang des Abendlandes. Das müssen Sie mal irgendjemandem erklären. Übrigens, für 15 Länder gilt auch,
dass Sie mit Rahmenvorgaben, die dort Verwaltungsvorschriften haben, auch die eine oder andere Exzellenzhochschule haben. So etwas gibt es sogar in Bayern. Und auch die anderen Bundesländer haben den doppelten Abiturjahrgang geschafft. Das dürfte nach Ihrer Logik ja gar nicht möglich sein. Es geht weiter über Ihre wirklich seltsame Kritik an der Landeshochschulentwicklungsplanung. Die es zum Beispiel in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen und in Niedersachsen seit vielen Jahren gibt und die dort Standard ist und sich bewährt hat. Bei solchen Einwürfen wie in der letzten Ausschusssitzung, bald sitze in jedem Hochschulgremium in Nordrhein-Westfalen ein Aufpasser des Ministeriums, sieht man, wie absurd diese ganze Debatte ist. Diese Argumente haben überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Neben diesen Ausflügen in den Bereich der Fantasy waren in den letzten Monaten natürlich auch andere Genres vertreten. Ich bin noch nicht ganz sicher, Herr Laschet, in welche Kategorie Ihr Fehltritt zu dem Gerede von dem Krieg mit den Hochschulen gehört. Ich halte das für einen Tiefpunkt der Debattenkultur in diesem Haus. Meine Damen und Herren, bei einer Auseinandersetzung um das Hochschulrecht in Nordrhein-Westfalen von Krieg zu sprechen und das angesichts der aktuellen Ereignisse auf der Welt, wo wir sehen, was reale Kriege wirklich bedeuten, das ist eine rhetorische Nebelkerze im falschen Kontext und zu absolut falschen Zeit. Und meine Damen und Herren, es ist nicht nur ein falsches Bild, es ist auch inhaltlich komplett falsch. Wir waren und sind über die ganze Zeit der Diskussion um das Hochschulgesetz in einem sehr konstruktiven Gespräch mit den Hochschulen, mit den Hochschulleitungen, mit den Studierenden, mit den Beschäftigten, mit allen Gruppen, die an den Hochschulen eine Rolle spielen. Ich bin davon überzeugt, nachdem sich Theaterdonner, Nebelschwaden und Wortgetöse jetzt wohl legen, dass es Zeit ist, das Kino endlich zu verlassen. Es wartet eine Menge Arbeit auf uns hier im Landtag. Sie werden über das Hochschulgesetz deutlich gestärkt. Ich hoffe, dass die Debatte im Parlament dann auch zu mehr Sachlichkeit zurückkehren wird. Die Weichen werden heute gestellt. Es gilt jetzt, die Chancen des Hochschulzukunftsgesetzes zu nutzen. Im Sinne der Studierenden, im Sinne der Lehrenden, im Sinne aller Beschäftigten an unseren Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Und vor allen Dingen im Interesse des Landes Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Für die CDU-Fraktion hat Herr Dr. Berger das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielleicht gestatten Sie mir noch einige kurze Bemerkungen. Zunächst mal ganz kurz zu den Piraten. Herr Paul, Sie haben mich ja angesprochen. Wenn man Ihren Gesetzentwurf sieht und teilt das die politische Achse in rechts und links ein, dann haben Sie einen Gesetzentwurf vorgelegt, der komplett am linken Rand rangiert. Und da sage ich Ihnen nur einen Satz dazu. Die Parteien links heißen Grün, SPD und Linkspartei, und für Sie wird unter der roten Sonne kein Platz mehr sein. Da sage ich Ihnen, und diese Strategie sollten Sie sich mal überlegen. So, und jetzt, Frau Ministerin, möchte ich doch noch die Gelegenheit nutzen, weil Sie das ein oder andere ja auch zu uns gesagt haben. Zunächst mal haben Sie stellvertretend wohl für die Hochschule Herrn Stelzer-Rothe hier zitiert. Es war einer der ganz wenigen, der überhaupt keine Kritik in der Anhörung geäußert hat. Und aktuell gibt es eine Pressemitteilung der Landesrektorenkonferenz der Hochschulen mit Frau Professor Gator, eine Dame, die in Nordrhein-Westfalen in vielen Gremien eine wichtige und entscheidende Rolle spielt. Und Frau Gator sagt heute Morgen, das Gesetz erschwert den Alltag an den Universitäten, und es ermöglicht potenzielle Detailsteuerung. Im Grunde alles das, was wir kritisch angeführt haben, wird von den Praktikern vor Ort bestätigt. Und
Ihr Vergleich mit anderen Bundesländern, dann sagen Sie immer, ja, in Bayern, da ist es noch zentralistischer. Ja, mein Gott, in Bayern haben Sie wenige Hochschulen. Wir haben 37 Hochschulen. Bayern hat viel mehr Geld relativ pro Studierenden eingesetzt. Und deswegen müssen wir doch in Nordrhein-Westfalen unsere Kreativität von unten nutzen, um bayerisches Geld ausgleichen zu können. Aber das hat auch gestern die Haushaltsdebatte gezeigt. Kreativität von unten wollen Sie gar nicht. Sie wollen von oben vorschreiben, was geforscht werden soll, was gelehrt werden soll und was in Nordrhein-Westfalen für gut und für schlecht gefunden wird. Und mit dieser Politik werden Sie dieses Land auf keinen Fall in eine gute Zukunft führen können. Und was Sie gesagt haben, dazu ausgeführt haben, Herr Schulteis, ich kann nur sagen, auch Sie haben überhaupt kein schwerwiegendes Argument gebracht, warum man ein erfolgreiches Gesetz abklemmen soll. Es gibt dafür keine Argumentation. Sie war so dünn. Sie sind die Cola Light der Politik. Herr Schulteis, tut mir leid. Und Herr Bell, der kommt gleich auch. Da ist dann noch die Cola Zero. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, sage ich Ihnen, weil ich auch nicht mehr viel Zeit habe, wenn wir uns als Parlamentarier ernst nehmen wollen, dann müssen Sie gegen dieses Hochschulzukunftsgesetz stimmen, weil universitäres Leben in die Universitäten gehört und nicht in das Ministerium. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Berger. Für die Fraktion der SPD spricht der Abgeordnete Bell. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als ich heute Morgen hier ins Plenum gekommen bin, habe ich eigentlich gedacht, der Abschluss einer solchen Debatte wäre vielleicht davon geprägt, letztlich den Blick auch konstruktiv in die Zukunft werfen zu können. Das, was ich heute hier erlebt habe, ist ein Tiefpunkt der parlamentarischen Debattenkultur, die ich seit 4 Jahren hier in diesem Haus erlebt habe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bezugnahme zum 11. September mit der Begrifflichkeit Freiheitsrechte, Herr Dr. Bergers Entgleisungen zum Thema diktatorischer Wissenschaftsplan, mit der Bezugnahme zum Parlamentarismus in der DDR und dem Hinweis, wir würden wohl demnächst Lehrstühle zur Geschichte der SPD einrichten. Lieber Herr Dr. Berger, es wäre hilfreich, Sie würden die Geschichte der Parteien in der DDR etwas intensiver studieren. Wer auf dem Flötenkamm gespielt hat, der sollte die Lippen nicht so spitzen, wie Sie das hier tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer davon spricht, dass die Pläne zeigen würden, dass wir inhaltlich im Kern verrottet werden, der verlässt aus meiner Sicht die demokratische Kultur dieses Hauses. Und Sie haben davon gesprochen, lieber Herr Dr. Berger, wie möglicherweise auch nicht anders zu erwarten, dass wir tief in die Mottenkiste der 70er Jahre greifen würden bei der Frage der Zukunftsperspektive und der Erarbeitung von Zukunft für unsere Hochschulen. Ich nehme das sehr wohl zur Kenntnis, dass Sie Mitbestimmungskultur, dass Sie Demokratisierung der Hochschulen als Rückgriff in die Mottenkiste der 70er Jahre bezeichnen, lieber Herr Dr. Berger. Mitbestimmungskultur hat dieses Land stark gemacht. Und wir werden mit einer Stärkung der Mitbestimmung, mit Freiheit für alle in der Hochschule im Rahmen der Autonomie die Hochschulen stärken und dieses Land stärken, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Und ich nehme zur Kenntnis, dass Sie das Ziel, endlich Frauenförderung so zu begreifen, dass wir die liegen gelassenen Potenziale von Frauen im Wissenschaftsbereich endlich fördern,
als Mottenkiste der 70er Jahre bezeichnen oder wie gestern Herr Laschet als bla bla bla. Das ist Ihr Zukunftsszenario, was Sie zu bieten haben. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie nicht akzeptieren, dass gute Arbeit die Voraussetzung für Forschung und Lehre an den Universitäten ist, dass Sie die Zukunftschancen der Universitäten leichtfertig verspielen, weil Sie nicht bereit sind, sich dem Thema guter Arbeit in den Hochschulen offensiv zu widmen. Sie stecken den Kopf in den Sand vor dem Hintergrund der Arbeitssituation des Mittelbaus an den Hochschulen. Das ist verantwortungslos, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass Sie hier auch Fragen wie Diversity oder die Neuorganisation von Steuerung in den Hochschulen schlichtweg mit nichts anderem als rhetorischen Kampfbegriffen zu hinterlegen, das haben wir nun in der Debatte in den letzten Monaten hinreichend erfolgt. Ich will Ihnen sehr deutlich sagen, wenn Sie mit diesen Redebeiträgen, mit diesem Niveau glauben, Sie wären ernsthaft in der hochschulpolitischen Debatte angekommen und Sie wären ernsthaft diejenigen, die diese Universitäten verteidigen, dann wird mir um diese Universitäten bang. Wir geben den Universitäten Zukunft mit einem Gesetz, das den Blick aufmacht in die Zukunftsfähigkeit, das die Universitäten stärken wird und dieses Land nach vorne bringt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Gesetz reiht sich ein in die positiven Entwicklungsgesetze, die wir 2001, 2004 auf den Weg gebracht haben. Sie werden erleben, dass andere Länder wesentliche Eckpunkte dieses Gesetzes kopieren werden. Und ich fordere Sie auf, verlassen Sie endlich Ihre billige Kriegsrhetorik, kehren Sie zurück zur Sachlichkeit, um endlich hier Hochschulpolitik auf dem Niveau zu diskutieren, wie dieses Land das verdient hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bell. Für die Fraktion der Piraten spricht Herr Abgeordneter Bayer. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Schultheiß sagte eben schon, wir werden jetzt beschließen. Das ist nicht so sicher wie die Landesrektorenkonferenz heute Morgen, die sogar sagte, es sei schon verabschiedet. Naja, Herr Schultheiß, Sie erachten auch was von Rahmenkodex gute Arbeit. Und ich sage, das wäre in der Gänze gar nicht nötig gewesen, wenn Sie das Personal wieder in den Landesdienst überführt hätten. Diese ganze komplizierte Konstruktion ist zwar am Ende halbwegs befriedigend, aber völlig unnötig. Und Sie haben auch gesagt, Sie haben die Transparenz angesprochen, haben gesagt, es wäre ein Gebot der Stunde. Aber wo ist die Transparenz bei den Drittmitteln denn hin? Sie, Frau Ministerin, hatten in Ihrem Referentenentwurf die richtigen Schlüsse aus dem Klageverfahren gezogen, die zum Beispiel bei der Forschungskooperation der Bayer AG und der Uni Köln anhängig sind. Davon ist aber nun leider im Gesetzesentwurf überhaupt nicht mehr viel übrig. Mit einer fortschrittlichen Aufstellung für die Herausforderung der Wissens- und Informationsgesellschaft hat das nichts zu tun. Ja, und zum ebenso zynischen Begriff Hochschulfreiheitsgesetz, Herr Berger und Frau Freimuth, übrigens Glückwunsch zur Demokleidung. Wenn Sie beide, Berger und Frau Freimuth, verwechseln hier die Hochschulfreiheit mit Freiheit für Hochschulräte und Nutzung der öffentlichen Infrastruktur für Projekte, die ja noch nicht mal, wie wir eben gehört haben, noch nicht einmal transparent dargestellt werden dürfen. Und außerdem natürlich die Freiheit, das Personal an den Hochschulen schlecht zu bezahlen. Auch wir sind gegen Bevormundung der Wissenschaft und der demokratischen Elemente, wie die ASTEN. Wir sind für Wissenschaftsfreiheit. Und das ist das Gegenteil
von Lehrstühle für die Sozialdemokratie. Ja? Also da ist auch der Unterschied zwischen uns und SPD-Grüne. Ja? Das ist nämlich das Gleiche wie Lehrstühle oder Projekte für Wissenschaften, die der Bundesregierung gerade passen, weil die Autoindustrie danach verlangt. Wir geben insgesamt zu viel vor in der Wissenschaft. Da fehlt die Freiheit. Und Sie, Herr Berger, aber Sie möchten ein Franchising-System für Hochschulen. Ja? Und Rot-Grün, die nicht den politischen Willen haben, daran noch etwas zu ändern, ja, lassen das auch noch durchgehen. Ja? Ein Franchising-System, das heißt, die Ideologie wird vorgegeben und die Freiheit zur Personalverantwortung und für undemokratischen Entscheidungsinseln ist da. Und ich komme zum Schluss. Denken Sie noch mal über Ihren Freiheitsbegriff nach. Herr Berger, auch was Ihr Zitat von Benjamin Franklin angeht, da würde ich sagen, denken Sie darüber nach, was das für die CDU-Politik bedeuten könnte. Und hören Sie da noch mal genau hin. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulze. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte hier zum Schluss der Debatte noch mal die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die sich an dieser intensiven Diskussion so konstruktiv beteiligt haben. Es gab viele wichtige Hinweise in der langen Diskussion um dieses Gesetz, und ich finde, es ist angemessen, jetzt am Ende dieser langen Strecke noch mal ganz, ganz herzlich Dankeschön zu sagen. Herr Laschet, Sie haben gestern hier in der Diskussion gesagt, ich zitiere Sie noch mal, ich traue den Rektoren mehr zu als den Beamten im fernen Düsseldorf. Ich sage Ihnen hier ganz deutlich, wir haben ein hohes Vertrauen in die Rektorinnen und Rektoren, aber auch in die 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Hochschulen und auch in die 700.000 Studierende, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben. Und, was mir ganz wichtig ist, wir haben auch ein hohes Vertrauen in die Beamtinnen und Beamten und die Angestellten, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Sie müssten doch eigentlich wissen, was für hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir in der Landesverwaltung haben, welches Engagement man dort hat und mit welcher großen Unterstützung die Ministerien eben durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch leben. Deswegen auch an dieser Stelle noch mal ganz, ganz herzlichen Dank an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, die jetzt hier über lange Zeit das Parlament unterstützt haben, die Gesetzgebung vorangebracht haben und wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Meine Damen und Herren, die Weichen werden jetzt gestellt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein gutes Gesetz für Nordrhein-Westfalen, ein gutes Gesetz für alle an den Hochschulen. Und wir müssen uns jetzt dran machen, dieses Gesetz auch wirklich umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, und wir sind damit am Schluss der Beratung. Wir kommen zur Abstimmung. Es gibt insgesamt 5 Punkte, über die abgestimmt werden muss. Erstens. Der Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung empfiehlt in Ziffer 1 der Drucksache 19/6694 den Gesetzentwurf Drucksache 19/5410 in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses mit den von ihm bereits in der Ausschusssitzung beschlossenen Änderungen anzunehmen und in Ziffer 2 den Gesetzentwurf Drucksache 19/5747 abzulehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung. Wer dem seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. Wir kommen zur Abstimmung über die Ziffer 1 der Beschlussempfehlung Drucksache 19/6694, den Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 19/5410 mit den im Ausschuss beschlossenen Änderungen anzunehmen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Keine Enthaltungen. Damit ist die Drucksache 19/6694, den Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 19/5410 mit den im Ausschuss beschlossenen Änderungen anzunehmen, mit Mehrheit angenommen worden.
und die Beschlussempfehlung Drucksache 19-6694 also angenommen und der Gesetzentwurf Drucksache 19-5410 in zweiter Lesung verabschiedet. Wir kommen jetzt zur nächsten Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP. Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist angenommen mit Stimmen von SPD, Bündnis 90, die Grünen, gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der Fraktion der Piraten. Und dem fraktionslosen Abgeordneten Stein. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Zweitens über den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, die Drucksache 19-6748. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Dankeschön. Damit ist der Entschließungsantrag der Fraktion der FDP abgelehnt. Mit Stimmen von SPD, Bündnis 90, SPD, Bündnis 90, die Grünen, gegen die Stimmen der CDU, der FDP und des fraktionslosen Abgeordneten Stein. Bitte? Und die Piraten haben auch abgelehnt. Wir kommen zur dritten Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion von SPD und Bündnis 90, die Grünen. Das ist die Drucksache 19-6751. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Damit ist der Entschließungsantrag Drucksache 19-6751 angenommen mit Stimmen von SPD, Bündnis 90, die Grünen, gegen die Stimmen der CDU, der FDP, der Piraten und des fraktionslosen Abgeordneten Stein. Wir kommen zur vierten Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Drucksache 19-6761. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Vielen Dank. Wer enthält sich? Damit ist der Entschließungsantrag Drucksache 19-6761 abgelehnt mit Stimmen von SPD, Bündnis 90, die Grünen, der Piraten, bei Zustimmung der CDU, der FDP und des fraktionslosen Abgeordneten Stein. Wir kommen zur fünften Abstimmung über den Gesetzentwurf Drucksache 19-5747. Der Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung empfiehlt in Ziffer 2 der Drucksache 19-6694 den Gesetzentwurf Drucksache 19-5747 abzulehnen. Wir kommen deshalb zur Abstimmung nicht über die Beschlussempfehlung, sondern über den Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 19-5747. Wer dem seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Vielen Dank. Wer enthält sich? Damit ist der Gesetzentwurf Drucksache 19-5747 abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, Grüne, FDP, des fraktionslosen Abgeordneten Stein gegen die Stimmen der Fraktion der Piraten. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2 neu. Organstreitverfahren des Landtagsabgeordneten Stefan Frickel gegen den Landtag Nordrhein-Westfalen wegen der Behauptung des Antragstellers, der Antragsgegner habe seine verfassungsrechtliche Stellung verletzt, indem er ihn von der Teilnehmerliste für eine Informationsreise der Parlamentariergruppe NRW-Türkei gestrichen habe. Hier geht es um den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Das ist die Vorlage 16-2178. Und ich möchte noch einen Hinweis geben auf die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, Drucksache 19-6760. Eine Aussprache, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist nicht vorgesehen. Wir kommen deshalb unmittelbar zur Abstimmung. Der Rechtsausschuss empfiehlt in Drucksache 19-6760 zu dem Verfahren eine Stellungnahme abzugeben. Wer dieser Beschlussempfehlung folgen will, den bitte ich um das Handzeichen. Wer dem seine Zustimmung geben will, bitte ich nun um das Handzeichen.
Vielen Dank. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Damit ist diese Empfehlung einstimmig angenommen.